Räume der Unfreiheit. Ist leider tatsächlich so. Wir wissen noch immer noch nicht, was mit Neapel ist. Ich weiß noch nicht, wo ich morgen, übermorgen sein werde. Wir werden aber probieren, das alles mal einzuordnen. Natürlich immer mit einem kleinen Stand jetzt. Wir werden aber auch über Stuttgart sprechen, weil das ist ja definitiv gewesen, was da stattgefunden hat. Gucken so ein bisschen in den nächsten Wochen und versuchen das ganze Chaos, was in unseren Köpfen und in irgendwelchen Gesetzbüchern und so weiter ist, herrscht gerade. Lasst ein Like da, macht irgendwas, keine Ahnung. Ich bin jetzt hier in einer Anwaltskanzlei und werde mich jetzt mit meinen Anwälten beraten, was die nächsten Schritte sein werden. Fußball 2000, sehr konfuse Tage. Alles ein bisschen durcheinander. Wahrscheinlich wird die Folge heute auch so, weil Marvin, Struktur Marvin nicht da ist. Nein! Aber wir probieren es trotzdem, das Ganze mal ein bisschen einzusortieren. 1-1 gegen Stuttgart. Ihr beide habt es heute Morgen schon kommentiert in der kommentierten Folge. Klickt euch da mal rein. Ja, die Highlights, die sogenannten. Es waren tatsächlich viele Highlights. Ich bin gespannt, wie ihr das einordnet. Nika, mit welchem Gefühl bist du aus dem Stadion rausgegangen, gerade im Hinblick auf dieses ganze Chaos, was drumherum war? Ich hatte in der Halbzeit Phil tatsächlich getroffen gehabt. Ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst. Ich erinnere mich. Da hat sie mir gesagt gehabt, das war eines der schlechtesten Spiele der letzten Jahre. Und dasselbe Gefühl hatte ich durchgängig durch die zweite Halbzeit und dann danach rausgehend auch. Also du hattest in der zweiten Halbzeit ganz kurz 10 Minuten, wo du gedacht hast, jetzt bäumt sich die Eintracht auf. Und dann war auf einmal Stuttgart am Drücker mit irgendwelchen 17-Jährigen, die besser spielen als unsere Leute, die in der Champions League vor 3 Monaten gespielt haben. Das hat mich ein bisschen verwirrt. War ein merkwürdiges Spiel, es war eiskalt, aber eigentlich ganz gutes Wetter. Samstag 15.30 Uhr gegen Stuttgart, du hast eine Woche Pause gehabt. Eigentlich hättest du ja Bock haben müssen zu denken, ey, diese ganzen Diskussionen, die jetzt hier auch irgendwie entstanden sind, ja, ein paar Verselbstständigungen in einem oder anderen Bereich. Wirkte in der ersten Halbzeit nicht so, oder? Ich habe mehrfach an deine Worte von letzter Woche gedacht, wo du gesagt hast, easy bleiben, das waren jetzt schwierige Wochen mit schwierigen Gegnern, aber Samstag jetzt ist halt, das ist das Spiel, wo ich was sehen will. Da geht es gegen Stuttgart. Und da habe ich mehrfach dran gedacht und dachte, okay, wenn das jetzt wirklich der ultimative Gradmesser der letzten Wochen ist, dann war dieser Trend doch ein Trend, der vielleicht ein bisschen deutlicher sich abgezeichnet hat, als uns das allen lieb war. Vorne wie hinten, das ist ehrlich gesagt, das ist nicht böse gemeint, ein Haufen Scheiße. Weil irgendwie dieses weiterhin Selbstverständnis, Selbstbewusstsein, dieser Flow, dieser Glaube an das, was diese Mannschaft stark gemacht hat und was sie so unwiderstehlich gemacht hat im Herbst des letzten Jahres, der ist irgendwie komplett dahin. Und ich glaube, die Gründe sind sehr vielfältig. Ja, ich habe es schon gesagt, ich bin auch mit dem Gefühl ins Stadion gegangen. Ich habe auch beim Wettschein gehabt, dass die Eintracht mit 5-6-1 gewinnt. Das habe ich ja auch getippt. Hätte sich die Mannschaft vielleicht anhören müssen, was ich so gedacht habe. Beide, was hast du denn im Stadion gedacht? Weil du hast ja schon gesagt, eigentlich hat das auch alle Zutaten für so ein ekelhaftes Spiel. Was ist denn am Ende auch geworden? Ich glaube, Eintracht gegen Stuttgart geht immer 1-1 aus, auch gefühlt irgendwie. Ja, also große überraschende Wassergebnis vielleicht am Ende dann nicht, wenn man denkt, dass so ein Spiel halt mal passieren können. Trotzdem habe ich auch im Stadion gesessen und gedacht, warum guckt man sich das an? Was denn passiert mit dieser Mannschaft? Also warum ist denn der komplette Flow weg? Warum, also Stuttgart ist jetzt ja nicht so, dass die Stuttgarter ein überragendes Spiel gemacht hätten. Das muss man mal festhalten. Das war, du hast die erste Halbzeit angesprochen, von Stuttgart war ja auch Bratwurst. Das war absolut schlecht. Dieses Spiel von beiden. Ich glaube, der Typ, der die Expected Goals aufschreiben musste, hat sich wahrscheinlich suizidiert. Also es ist wirklich am Ende dramatisch gewesen, dieses Spiel. Und umso ärgerlicher war es, dass die Eintracht gar nichts dagegen setzen konnte. Weil ich glaube, an dem Tag wäre es möglich gewesen. Das war leichter als gegen Bremen, leichter als gegen die Hertha. Also wo ist das hin? Ja, du hast nicht mal das Gefühl gehabt, dass nach dieser Führung und nach dieser Viertelstunde nach der Pause, wo die Jungs deutlich engagierter waren und sogar in Führung gehen gegen so eine Mannschaft, die im Keller steht, die so schlecht gespielt hat eine Stunde lang, selbst das Ding gibst du am Ende halb aus der Hand. Also das ist wirklich beängstigend. Ich weiß nicht, ob das auch so eine Einstellungsfrage ist, weil wenn du einen Mavropanos siehst, der jeden Zweikampf geführt hat, als wäre es sein letzter und komm mal Frankfurt, Digga, Alter. Und Kolumani ein paar Mal abgekocht hat, da hast du im Stadion gesessen und einfach gedacht, der will. Und bei uns hast du nicht das Gefühl gehabt. Ja, ich weiß nicht, am Ende kann man es so ein bisschen auch verstehen vielleicht, weil dann spielst du wirklich schlecht gegen Stuttgart, dann gehst du trotzdem irgendwie in Führung. Dann habe ich auch im Stadion gesagt, naja gut, scheiß Spiel. Stuttgart, was sollen sie schon machen? Gewinnen sie das Ding 1-0, vielleicht fällt noch einer rein 2-0. Ich habe auch, also in dem Moment, als sie dieses Tor gemacht haben, nicht damit gerechnet, dass die Stuttgart dann nochmal kommen. Und dann kamen sie aber nochmal. Ne? Also ich bin dann über einen Sitz und Bier drin auf der Tribüne. Ich darf das denken, die 11 auf dem Platz sollten das, wenn es geht, nicht denken. Und offenbar haben sie aber gedacht. Also irgendwie ist das Selbstverständnis weg. Es ist dann aber auch der Wille weg, dann wirklich dann nochmal nachzusetzen. Und es hat ja auch Klaassen dann nach dem Spiel gesagt. Ich glaube, er versteht es ja selbst nicht, was da los ist. Also der hat ja nochmal aufgezählt, was sie alles erreicht haben. Und trotzdem laufen die halt da rum, als hätten sie gar kein Selbstvertrauen. Wir sind Trottel. Anders als bei dir. Genau, wir sind Trottel. Anders als bei dir, du hast nichts erreicht, läufst halt mit so einer Brust hier rum. Das ist, vielleicht würde ich der Mannschaft mal ganz gut tun. Ja, vielleicht. Vielleicht. Ja. Aber es ist tatsächlich, das fand ich auch, ich meine, der Spruch war im ersten Moment ziemlich witzig. Ich habe mich totgelacht, als Klaassen das auf der PK gesagt hat. Aber je länger ich drüber nachgedacht habe, dachte ich, er ist halt selber ratlos gerade. Ja. Also du merkst, dass er keine Ahnung hat, warum diese Mannschaft
immer mehr so auftritt, wie sie überhaupt nicht auftreten müsste. Und das ist dann ja das nächste Alarmsignal. Plus, du hast nach wie vor zu viele Leistungsträger, die halt mit sich selbst zu tun haben. Ein Götze wird schwächer, ein Kamada ist kein Faktor mehr momentan. Du hast am Samstag auch Kolumuani, der mal einen schwächeren Tag hatte und der auch sehr gut verteidigt wurde. Und wenn das alles zusammenkommt, dann ist das gerade echt wenig. Aber das darf eigentlich nicht sein, weil das haben wir die ganzen letzten Wochen gesagt. Das hat sich in Wolfsburg schon angedeutet, dass wenn Eintracht nichts einfällt, denken die, ah, wir haben da ja jemanden, der gefühlt von der Mittellinie losrennen kann und selber irgendwas kreieren kann. Ich finde das, auch unfair Moani gegenüber, weil die Leute drumherum, die du gerade beschrieben hast, die sind eigentlich im Loch. Ich finde, Moani ist eigentlich in Normalform, aber irgendwann werden die Gegner natürlich auch aufmerksam, wenn das der Einzige ist. Ich finde Götze auch nicht so schlecht, ehrlich. Also Götze, bei dem merkt man immer, dass er zumindest Bock hat. Also der haut sich ja rein, der ist bei jedem Ding, ist aber im Schiri, weil der, ich finde, bei dem merkt man, der hat schon Bock. Da funktioniert nicht mehr alles, hat immer noch seine, diese ersten Kontakte drin, die immer noch super sind. Danach sind dann ab und zu mal Pässe dabei, die nicht mehr so geil kommen wie noch in der Rückrunde. Trotzdem will ich den fast auch ein bisschen rausnehmen, aber dahinter kommt halt irgendwie gefühlt nichts. So, genau. Und dahinter, und da sind wir dann gerade beim Punkt, und das war der Moment, an dem das Spiel gekippt ist am Samstag, Labbadia mit dem Dreifachwechsel in der Offensive. Ein wirklich goldenes Händchen vom schönen Bruno, der halt wirklich mit sehr viel Fingerspitzengefühl gesehen hat, was bei seiner Mannschaft schiefläuft. Aber der Punkt ist, ne, du hast gesagt, gefühlt drei 18-Jährige, die dann da reinkommen. Am Ende waren es sogar vier. Doch irgendein 18-Jähriger Franzos, Enzo, irgendwas, keine Ahnung. Die kommen rein und die sind gefühlt alle frischer, besser, sorgen für mehr Gefahr. Und da habe ich dann irgendwann in der Phase der Schlussphase so gedacht, kann das sein, dass der Kader des VfB Stuttgart qualitativ breiter ist als unsere? Nein, jetzt müssen wir mal aufpassen. Wir müssen mal aufpassen, dass wir jetzt nicht übertreiben. Ich finde, ein Thema müssen wir noch abhaken, wenn du Schwachstellen ansprichst. Dieses Gegentor darf halt auch so niemals fallen. So, also das war ja quasi ein Eigentor von Eintracht. Richtig. Klar, bei aller Euphorie, die Stuttgart dann irgendwie reingebracht hat und Silas hat auch schon einen neuen Faktor ins Spiel gebracht, aber dieses Tor darf so nicht fallen. Eigentlich muss dieses Spiel so laufen, was Weide gesagt hat. Weide sitzt auf der Tribüne, trinkt sich ein Bier und sagt, mein Gott, jetzt haben wir 1-0 gewonnen. Wir retten uns irgendwie die Länderspielpause und alles ist gut. Dieser Fehler in der Abwehr, das ist schon eklatant, weil du das Gefühl hast, okay, Glasner hat auch diese Instabilität gesehen und hat gesagt, boah, wir müssen jetzt nur noch mit A-Level spielen, damit die irgendwie wieder reinkommen und nichts anderes ausprobieren. Und das war der nächste Faktor, der mich gestört hat. Du hast gesagt, Stuttgart bringt dann irgendwie andere Spieler rein, die neue Faktoren bringen. Warum ist zum Beispiel Alario nicht mal gekommen? Auch wenn er jetzt verliert, für 20 Minuten wird es doch drin sein, dass wenn du ein Spiel hast, was nicht läuft, zu denken, meine Güte, dann kloppen wir halt Augsburg da die Bälle in die Mitte und warten, bis Alario einer vor die Füße fällt, machst es 2-0, fährst nach Hause, analysierst das, wie gesagt, nach der Länderspielpause oder in der Länderspielpause in Ruhe. Was ist da los? Also wo sind die neuen Faktoren? Ist Glasner dazu starr? Weil es gab auch in den Kommentaren jemanden, der gesagt hat, ey, wo ist denn diese Flexibilität, gerade in der Saison, wie Glasner das selber aufgezählt hat, Pokal, Champions League, dieses letzte Jahr, wo ist das? Ich meine, du hast die Spieler, die wollen, jedes Mal, wenn Alidou reinkommt, denke ich mir, oh, der hat mehr Minuten verdient. Jedes Mal, wenn Alario reinkommt, denkst du nicht? Nee, sprich weiter. Denke ich mir, wieso spielt der nicht öfter? Und dann frage ich mich schon, ja, wieso bringen wir den nicht früher? Und Stuttgart kann 17-jährige Leute bringen, die mehr Feuer reinbringen als wir. Will ich sofort einhaken, weil der Kollege Weidenfeller letzte Woche beim Training war. Und in deinem Artikel habe ich gelesen, dass Lucas Alario momentan nicht den Eindruck macht, als würde er auch in 20 Minuten einmal helfen können. Das war jetzt eine Trainingseinheit, ob man daraus jetzt anfangen kann. Aber es war eine Trainingseinheit. Ja. Es ist doch auch nicht, dass ich sage, lass ihn noch mal erzählen. Ich will doch nicht, dass Alario Stammspieler wird. Nein, aber lass ihn noch mal erzählen. Du siehst ja den Training, also Alario, du siehst den nicht, der macht nichts. Also der hat seine Kappe bis hierhin ins Gesicht, der guckt, deine Augen gucken so raus, dann kriegt er drei Bälle, die springen weg, der macht keine Tore, der macht keine Vorlagen, der bietet sich an, da kommt nichts. So, und null. Das meine ich. Und Alidou macht fünf Übersteiger, sieht dann ganz schön aus, geht an einem vorbei, geht dann Zweikampf, verliert den Ball. Und so war es das ganze Training. Das war jetzt eine Einheit, aber also es hat schon Gründe, würde ich sagen, warum Klaasen die nicht bringt. Ja, also, aber gibt dir genau darauf will ich hinaus, weil wenn du das jeden Tag als Trainer siehst, ja, dann hast du doch keinen Grund, diese Jungs mal länger zu bringen. Doch, gib den doch in so Spielen wie gegen Stuttgart, wenn sowieso bei den Spielern, die im Training was abliefern, nichts läuft, dann gib denen doch die Chance. Und um dann vielleicht, wenn es ja nicht klappt, denen danach sagen zu können, ey, ich habe dir die Chance gegeben, es hat nicht geklappt, du hast deine Chance nicht genutzt. Nein, aber am Ende, ganz kurz, du hast recht, aber am Ende bringt er ihn doch. Aber er bringt ihn in der 80. Minute. Wie soll er da noch reinkommen? Und die Eintracht war jetzt auch nicht in der Phase, dass sie gesagt hat, okay, wir kreieren Chancen. So ein bisschen hat mich das am PSG erinnert gegen Bayern, wo du denkst, ey Leute, wisst ihr, dass ihr ein Tor braucht? Und bei Eintracht war es genauso. Was war denn in den letzten Minuten? Da ist nicht irgendwie gekommen, so von wegen Pam, 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 wir probieren es jetzt nochmal. Das ist genau das, was ich meine. Selbst wenn Alario nicht gut trainiert, du bringst ihn ja trotzdem. Aber zu spät. Ich finde schon, dass es geht auch gar nicht um Alario, aber du musst doch gucken, wenn das so, wie es gerade ist, nicht läuft. Und du hast die Spiele angesprochen, bei denen es nicht läuft. Was auch okay ist wahrscheinlich, nach diesen rauschhaften Monaten, die wir hatten.
Aber wo ist das? Ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt. Weil du sitzt auf der Tribüne und denkst, so, alle 70. Minute, 75. Minute, wann bringt er den? Jo, und dann kommt der 88. oder 84. Minute, kommt überhaupt nicht mehr ins Spiel rein. Und dann spielst du dieses Spiel 1-1. Du hättest dieses Spiel gegen Stuttgart erzwingen müssen. Dabei bleibe ich und da hätte Glasner meiner Meinung nach mehr dazu beitragen können. Auch wenn ich jetzt trotzdem in dem Team bin, zu sagen, wir chillen trotzdem nochmal, zumindest bis zur Länderspielpause. Weil der Kontakt ist noch da, wir sind mitten im Geschäft für den europäischen Wettbewerb, wir müssen jetzt auch nicht alles überdramatisieren. Wir hätten das Spiel gewinnen können, trotzdem muss in irgendeiner Weise was stattfinden. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist, was kann es sein? Ich finde, der Fehler beginnt weiter vorne. Wir sind eine Mannschaft, die international spielen wollen nächstes Jahr. Und Stuttgart ist im Abstiegskampf. Und normalerweise läuft so ein Spiel so ab, wenn du Dortmund oder weiß ich nicht was anschaust, die pressen den Gegner so zu, dass der Gegner gar nicht aufbauen kann, sich selber aufbauen kann, Auktionen erspielen kann, wo du dann denkst, okay, jetzt werden die gefährlich. Aber wir, das war ja ein offener Schlagabtausch, wobei Schlafabtausch war genau, war, also es war offen, das war... Das war auch teilweise ein ausgeglichen. Absurdes Gekicke. Das darf nicht sein. So, das ja, war teilweise der Bälle hochgeschossen, dann rausgeköpft, Ballverlust. Dies. Also wie gesagt, das darf nicht sein. Ich kann ja diesen Reflex verstehen, dass man sagt, man muss jetzt irgendwas ändern. Ich glaube, das zeigt halt, dass einfach was in der Mannschaft nicht stimmt, weil in der Hinrunde hat keiner über Alario gesprochen. Und das, die Spieler sind dann noch da, sind die gleichen Spieler. Das funktioniert einfach in der Mannschaft nicht. Das ist das Ding wie früher bei Skipper war Trainer, glaube ich, hast du immer gehofft, dass irgendwann Kaio kommt, weil Kaio nochmal so ein Ding reingebracht hat. Zu Recht auch. Und das probiert, denkst du jetzt gerade bei Alario oder denkst du es bei. Alle haben gesagt, Boré muss man spielen. Das hat Boré gemacht im Spiel, nix. Also ich weiß nicht, ob es dann wirklich daran liegt, dass du jetzt dann wild durchwechseln solltest. Also das ja, Fakt ich, ist. Ich glaube, wir haben uns hier falsch verstanden. Ich bin der Letzte, der fordert, dass Alario von Anfang an spielt und dass das System geändert wird. Aber für so letzte 20 Minuten in dem Spiel brauchen wir niemand mit Systematiken kommen und sagen, wir müssen unsere Systematik beibehalten. Nein, das war ein wildes Spiel gegen einen schlechten Gegner, wo du selber nicht gut drauf bist. Was machst du dann? Klatsch Bälle in die Mitte. Wenn du einen Striker hast, benutze ihn doch bitte. Ich will doch nicht, dass Alario spielt die ganze Zeit. Ich weiß. Ich will einfach nur, dass Glasner ein bisschen flexibler ist, was seine Sturheit betrifft, diese Systematik betreffen. Du hast das Gefühl, es gibt immer 1-1 Wechsel und dann am Ende denkst du, wir müssen ein Tor schießen. Was macht der? Er nimmt selber Zeit von der Uhr, um Christopher Lenz zu bringen. Mhm. Dann denke ich mir, Bruder, du kannst ja schon mal wechseln. Mhm. Aber irgendwie wirkte das ein bisschen unglücklich. Vielleicht ist es aber auch die verzweifelte Suche von uns nach Lösung, die, um jetzt mal eine Überleitung zu finden, bei Thema Neapel überhaupt nicht gegeben ist. Wir nehmen das jetzt hier auf. Morgens, ihr wisst ja schon, weil wir die Insta-Story schicken, also wir brauchen ja auch hier auch keine Anlügen. Wir wissen selber nicht, was den Tag über passiert. Aber Nika, nimm uns mal mit in den Samstag. Weil ich bin irgendwie nachts mal kurz aufgewacht, dann hatte ich 1000 Nachrichten auf dem Handy. Hier, wir dürfen vielleicht doch. Das hat sich dann am Morgen bestätigt. Das wurde nach dem Spiel wieder relativiert. Dann wurde Reschke zitiert, dass die Karten doch nicht da sind. Währenddessen habe ich eine E-Mail gekriegt, wollen sie Karten haben. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Meine Flüge sind storniert. Ich bin hier. Deswegen sind wir übrigens in der Anwaltskanzlei, weil wir uns jetzt hier im Anschluss beraten. Super, dass ich das so schnell aufgeklärt habe. Warum hier sind. Nein, dann nehme ich mal mit dem ja, Samstag. Was ist denn jetzt? Wahrscheinlich passiert, wenn hier die Kamera gleich ausgeht, irgendwas Neues. Genau, das ist es. Also am Samstag fahre ich mit der S-Bahn zum Stadion und dann sagt ein Typ neben mir, ey, man kann doch nach Neapel. Und ich stehe da und sage, nee, also das haben wir ja am Dienstag schon abgeklärt. Und dann lese ich an meinem Handy, ja, moin, geht doch. Heute Morgen wache ich auf und sehe, es geht irgendwie doch nicht mehr. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was man glauben soll, ob man überhaupt was glauben soll. Also, was weißt du denn da mehr? Wie ist das denn bei euch, Phil? Du hattest ja auch letztens, als wir diese Breaking News Folge gemacht haben, gesagt, ihr besprecht euch erst nochmal in der Redaktion. Gibt es da Neuigkeiten? Fahrt ihr hin? Wie fahrt ihr hin? Nehmt ihr Waffen mit? Meine persönliche Waffe ist Marc Weinfeller, der wird an meiner Seite sein. Oh, oh. Das ist die größte Waffe, die man mitnehmen kann. Das würde ich mir nochmal überlegen. Vielerlei Hinsicht. Nein, wir haben uns tatsächlich... Vielleicht gibt es so vom HR finanzierte Schlagstöcke. Von euren Geldern. Onkel Otto, schöne Tonangel. Nein, wir haben uns überlegt, dass wir auf jeden Fall ein einstimmiges Votum haben wollen. Entweder wir fahren alle oder es fährt keiner. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir alle hinfahren. Und so machen wir das jetzt auch und sind da vor Ort. Und mit Sicherheitsbeauftragten extra dabei? Ja, mit dem Sicherheitsbeauftragten noch. Wir haben alle Transfers mit der Eintracht jetzt gemeinsam. Wir wohnen mit dem Eintracht-Staff auch im Hotel. Also auch der Verein kommt uns da ein Stück weit entgegen, dass wir da... Wir schlafen jeder mit einem Spieler so, auf dem Zimmer. Jeder dürfte so sich einen aussuchen. Wir sagen aber nicht mit wem. Du mit Pellegrini wahrscheinlich. Der blaue Salon. Ich bin ein bisschen verletzt, dass ihr mich nicht als Sicherheitsbeauftragten mitgenommen habt. Ich hätte das für euch vorschlagen. Klären. Schlag das mal bitte vor, ich koste auch nichts. Du bist auch dabei, haben wir gerade gehört. Was erwartest du vor Ort und was erwartest du für Entwicklung noch in den nächsten Stunden jetzt? Also diese Fan-Thematik ist schwierig. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da jetzt wirklich dann noch, oder dass die Eintracht die Empfehlung rausgibt, da hinzufahren. Das glaube ich sowieso nicht. Und ich glaube, dass die Eintracht mittlerweile irgendwann jetzt einfach den Riegel vorschiebt und sagt, das hat keinen Sinn mehr. Die werden natürlich Rechtsmittel einlegen, die werden dagegen vorgehen, aber die werden sagen... Sag dir aber eine Sache, die Leute sind teilweise schon da.
Ja, natürlich. So, also ich ganz glaube, ehrlich auch das mal. Das ist ja genau das Ding. Ich weiß nicht, ob es schlau ist. Also das wäre natürlich, wenn Fans vor Ort sind. Es werden auch Fans, wenn heute jemand sagt, ihr habt keine Karte, mein Flug geht morgen. Natürlich werden da Fans hinfliegen. Da werden auch Fans auf anderen Wegen hinkommen. Dass da Fans in der Stadt sind, ist mir völlig klar. So, aber ist es nicht vielleicht für die Leute vor Ort besser zu sagen, ey, dann lass uns die alle ins Stadion tun, dann haben wir die unter Kontrolle? Also das macht alles von hinten und vorne keinen Sinn. Natürlich macht es keinen Sinn. Das ist im Endeffekt Populismus ausgetragen auf dem Rücken von Fußballfans, die dann genau, wie gesagt, nicht wissen, Reiserücktritt, buche ich was Neues, mache ich dies, Flug stornieren, wieder zurückholen. Also es ist doch völlig wirr. Also der Reschke hat es gesagt gehabt, diese Willkür darf man eigentlich nicht mitmachen. Und ich gehe da mit ihm mit, dass wo er gesagt hat, eigentlich müssen wir jetzt sagen, ey, wir gehen da nicht mit und wir nehmen das Kontingent nicht wahr, weil wenn du das mitmachst und dann der UEFA oder anderen Vereinen ein Zeichen gibst, das geht, man kann sowas durchbringen, also wo landen wir dann? Da kann irgendwann jeder sagen, nee, ich will heute keine Auswärtsfans, weil keine Ahnung. Das ist halt das Ding, behördliche Willkür hat es Philipp Reschke genannt und das trifft es, glaube ich, sehr, sehr gut. Und am Ende des Tages wird das, glaube ich, eine Sache sein, die hoffentlich uns alle noch eine Weile beschäftigen wird. Ja, denn es darf nicht, wenn das Schule macht, dann haben wir generell im Fußball ein riesiges Problem und das einfach, ich finde es hart entwaffnet. Ich meine, Italien hat vor, sich für eine Fußball-Europameisterschaft zu bewerben beispielsweise. Und also die können nicht mal eine Kanarienvogelmesse ausrichten da alle. Für die Sicherheit mit von euch, 2000. Jetzt rieche ich mich doch wieder aus. 700 Auswärtsfans garantieren, aber willst irgendwie ein großes Fußballturnier austragen? Das ist halt Bullshit. Und es ist ganz schlimm, weil du halt auch, das nimmt dir so viel das killt Schönes von dieser ganzen Reise. Klar. Das ist so fürchterlich. Man fährt da jetzt hin und wir sind irgendwas zwischen keine Ahnung, Gerichtsreporter und Kriegsreporter. Dann so, komme ich ja wieder ins Spiel. Dieses Mindset, mit dem man da jetzt hinfährt, ja, das ist halt, dieses Spiel hat überhaupt nicht angemessen. Das erste fucking K.O.-Auswärtsspiel der Vereinsgeschichte in der Champions League. In Neapel, Maradona-Stadion. Das muss man sich immer wieder klar machen, was für ein Vibe da gekillt wird. Da wird nicht irgendein Vibe gekillt, sondern der Vibe. Und wir wissen auch nicht, wann es wiederkommt. Wir haben ja bei der Liga schon gesprochen, ob wir mal wieder in die Nähe der Champions League kommen. So, also es ist ein Drama. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich mache. So, ich habe meinen Einflug storniert, den Rückflug habe ich jetzt nochmal gelassen. So, ich habe so eine Hybridlösung genommen. Vielleicht gehe ich noch hin. Ich kriege ja ständig E-Mails, du kannst so eine Karte haben. Dann habe ich gesagt, hier, falls da was ist, man kann auch im Auto hinfahren. Was die Hybrid? Am Ende habe ich es in der Reaction schon gesagt. Ich will eigentlich aus jetzt dahin fahren. Einfach um da zu sein und zu sagen, was ist los mit euch? Sowas kann nicht passieren und merkt einfach, dass wir trotzdem kommen, dass ihr solche Lösungen vielleicht nicht mehr wählen wollt, weil die sind am Ende doch da. Ich rechne am Ende damit, ehrlich gesagt, ich glaube, die Fans werden im Stadion sein. Das wird aber morgen wahrscheinlich erst bekannt gegeben, nachdem es heute wieder irgendwie ein bisschen zurückgezogen wird. Hast du eine Frankfurter Postleitzahl? Ja, natürlich. Ja, dann, wenn einer eine Frankfurter Postleitzahl hat, dann darfst du eben nicht, das ist ja auch völlig absurd. Ich bin eine Frankfurter Postleitzahl. Eine laufende, aber nochmal Leute, um das nochmal ein bisschen zu relativieren inhaltlich. Du willst nicht das Leitmotiv sein, um da hinzufahren. Ich das bin auch aufgeregt, es tut mir leid. Nein. Es ist eher aus, keine Ahnung, ich will die auch dann. Aber so, das ist ja gerade die Sache. Frankfurter Postleitzahlen dürfen nicht und andere Postleitzahlen schon. Also, und die sind dann weniger oder mehr Eintracht-Fans. Ja, da sagt die Eintracht ja auch, wir lassen uns nicht über Postleitzahlen auseinander dividieren. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Dann nehme ich halt meinen Reisepass, da steht keine Postleitzahl drin. Und obendrein kommt halt noch das kleine Problem, dass die Mannschaft in der Form ohne Lindström und ohne Kolo da mindestens 2 Tore schießen muss. Das ist ja auch noch so, weil das war dein Take schon vor der Sendung in der Redaktionskonferenz, die wir hier immer vor der Sendung machen. Lange Redaktionskonferenz. Du wolltest auch sportlich über Neapel reden, weil am Ende ist es so, ich glaube, was das Einzige, was diese ganzen Absurditäten abrunden würde, wäre, wenn die Eintracht da 3-0 gewinnt. Ja. Ja, aber wie soll es funktionieren? Ich bin da auch ratlos. Also natürlich. Alario. Ja, und nein, das ist tatsächlich so, dass das auch wieder mein Reflex war heute Morgen. Also warum nicht Alario? Also du spielst ja komplett ohne Tempo, weil die beiden schnellsten Spieler sind weg. Also Kolo ist weg, Lindström ist weg. Das sind die einzigen beiden, die diese. Früher hieß es, man wird geschickt, heute heißt es irgendwie Tiefenlaufwege. Die es machen können, haben sie nicht mehr, fällt aus. Also müssen sie anders spielen. Das heißt, sie müssen auf Flanken geben, sie müssen irgendwie viele Leute in den Strafraum bringen und müssen hoffen, dass irgendwie einem die Ball vor die Füße fällt und der macht es dann rein. In der letzten Saison hätte ich gedacht, in Leverkusen, Alario kann genau das. Also warum stellst du nicht Alario vorne rein, machst Boré hinten dran und auf der anderen Seite machst du Götze, weil ja auch Kamada gerade nichts bringt. Also ja, warum nicht? Aber vielleicht das ist auch so ein einfacher Fanreflex, glaube ich. Also System umstellen. Nee, einfach Alario vorne. Spieler wechseln und Spielweise umstellen. Also ich glaube, das wir gleich zu Stuttgart Kolo raus, Alario rein. Da werden wir, glaube ich, morgen nochmal in Ruhe drüber reden. Denn, wir melden uns morgen Nachmittag schon aus Napoli. Bella Napoli. Mal sehen, ob ihr euch meldet. Wenn wir es da hinschaffen, drückt uns die Daumen, dass das alles gut läuft. Aber lass uns da morgen nochmal in Ruhe drüber reden, weil ich finde es durchaus spannend, welche Optionen du jetzt da
vielleicht auch wählen musst in der Offensive. Aber das, da gucken wir, glaube ich, morgen noch mal genauer drauf. So machen wir es. Schreibt mal eure Fragen für die beiden, die dann vor Ort sein werden, in die Kommentare. Lasst ein Like da dafür, dass die beiden überhaupt das für euch auf sich nehmen, da hinzufahren. Sonst kommt Basti und besucht euch in eurem Hotel. Lasst auch dafür ein Like da. Also, wie gesagt, wir werden uns morgen schon wieder melden, nach dem Spiel auch. Wer dann wo sein wird, weiß nur der italienische Innenminister und irgendwelche Verwaltungsbeamten und ich auch irgendwann. Ciao, ragazzi. Irgendwie, irgendwann. Gute. Ciao. Tschüss. Ein Spiel, das nicht unbedingt auf Wiedervorlage gehört oder in irgendeiner Form kopiert werden muss. Und trotzdem gibt es eine Menge zu analysieren. Die Eintracht spielt 1-1 gegen Stuttgart. Und wir haben die Highlights nochmal für euch zusammengepackt und kommentiert. Das Spiel vom Wochenende nochmal in der Zusammenfassung gibt's hier bei uns.